Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und da geht's schon los. Distanz zurückgelegt. Ja, kaum bewegt. Schon starten die Herausforderungen. Aber trotzdem wird erstmal der Hund gestreichelt. Und dann gucken wir, was wir heute machen. Oh, Alligatoren getötet, alles klar. Gebirgsziege, da wissen wir, wo wir hin müssen. Na, angeln machen wir natürlich nicht. Distanz läuft ja schon. Pferde gefüttert, muss ich sowieso Tierzähne verkauft, hab ich immer in der Tasche. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. So, zweimal Verfolgungsfall und mit Bolas zu Fall gebracht und Kopfgeld innerhalb einer Stunde. Kann man machen. So, Lagereintopf auch so spezial zubereitet, Kadaver. Okay, da könnte man die Alligatoren verschnacken und anfernten. Nee, das wird nichts. So. Fossilien, Landkarten, man nutzt oben, Mann, oh Mann, und Vogeleier. 2 Minuten mit der Band gespielt, Spezialsorte hergestellt und Schwarzbrenner-Einrichtung geändert. 24 Stunden kein Tier getötet, okay, Wildnislager und Tarntonikum. Ja, dann. Gucken wir nochmal, ob wir was kochen können. Können wir. Sache erledigt. Hauen wir uns auch direkt rein. Dann gucken wir mal, wie weit ist er? Oh, er hat genug zu tun. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wir haben nichts weiter offen. Hier gucken wir mal eben, ob hier eine Gebirgsziege ist. Und wenn wir das erledigt haben, checken wir erstmal, ob wir überhaupt Schwarzgebrannten machen. Da sollte ich vielleicht besser hinlaufen. Ne? Dann wird das hier schon mal. Ach so, können wir erstmal eben eine Karte aufmachen. Für die ungeliebten Vogeleier. Müssen wir eh Karten aufmachen. Oh, super. Oh, noch besser. Das ist ja richtig Mist. Okay, da unten das geht. Boah, also Fleißaufgaben hier. Das ist ja genau mein Ding. Die dürfte aber nicht mehr weit kommen mehr. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, ich bin heute mal wieder spät dran. Die Woche ist auf der Arbeit ein bisschen mehr zu tun. Was haben wir da? Taschenhörnchen. Ja, das muss ich mitnehmen. Das geht ja nicht anders. Dann, wie gesagt, mal eben. Zur Schwarzbrennerei. Eben ein paar Dinge herstellen hier. Kann ich nicht irgendwie. Moment, 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 Moment. Da war's doch. Tarntonikum. Ich kann zur Abwechslung mal zwei herstellen.
Mal eben fix Betäubungsmunition machen. Und damit ist der Spaß erledigt. Hier auch mal eben am Kaffee nippen. Hier ist nix. Gut. Dann eben hier die Einrichtung ändern. Und gucken, ob da überhaupt was gemacht wird. So, Schwarzbrenner Laden. What do you need? Bardekor. Machen wir wieder schick hier die Hütte. Oh, er hat's fertig. Ja, dann. Aber mit Geld verdienen war hier gar nichts, ne? 2 Minuten lang mit der Band gespielt, okay. Eine Spezialsorte hergestellt. Ja gut, dann hilft's nichts, ne? Dann. So, what shall we create? Bringen wir's mal eben weg. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? Ja, glaube ich. I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentif, eh? Seigneur, ayez pitié. Ja, bin ich gespannt. Wo geht's hin? Ich hab mal wieder nicht aufgepasst. So. Hütte, okay. Also, Kamera an, los geht's. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber ich finde so zum Einstieg in das Spiel. Kann man mit einer Runde Wagen fahren. So nach Feierabend. Erstmal entspannen. Und so weit ist ja auch nicht. Mal hier kurz die Karte checken. Scheinen Glück zu haben, wir dürfen durchziehen. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben, ne? Sie ein bisschen anbremsen. Hier nichts kaputt fahren. Die Kohle auch schon so gut wie verdient hier. Gut, dann schnell zurück. Eine Ladung anschmeißen.
Kollege hier arbeiten. Ja, das war gut, da kann man nicht meckern. C'est parti. This one will punch hard. Ja, komm, machen wir hier mal so einen richtig teuren Spaß, oder? Delicieux. My father would have appreciated this. Checken wir mal eben, wo sind die Vogeleier? Das holen wir mal eben. Und dann... Boah. Na gut, da weiß ich ungefähr, wo es ist. Aber hier... Das ist so eine Ecke. Naja. Eins nach dem anderen, ne? Wie heißt es auf dem Dorf? Wie die Sau beim Ferkeln. Eins nach dem anderen. Mal eben den Detektor rausnehmen. Und mal eben fix. Ah, hier ist es schon. Da hinten. Kann man die Vogeleier schon sehen. Und dann markieren wir uns das hier oben. Habt ihr gesehen, nur zwei, ne? Vermutlich zu viel in der Tasche. Jetzt kann ich da eine Schnellreise machen. Warum nicht? Und das ist dann immer ärgerlich, denn Sammler, da zeige ich es euch, ne? Wir müssen fünf Vogeleier finden, jetzt haben wir nämlich nur zwei. Richtig ärgerlich, weil ich vermutlich nicht mehr mitnehmen kann. Hey, good to see you. Wir müssen Munition abholen hier. Ja, ein bisschen guter Hund. So. Ja, nun gut, dann kaufen wir nachher nochmal vermutlich eine Landkarte nach für die Vogeleier. Wenn wir denn wissen, wo die Madame nachher ist. Der Zug schon entgegen. Aber wir kürzen ja hier ab. Wisst ihr, erstmal am liebsten ein bisschen querfeldein. Ne? Nicht immer dem Navigationssystem glauben.
was haben wir da? Und jetzt muss man mal eben was checken. Und zwar Kopfgeldjäger. Gesuchte Person verfolgungsvoll markiert und mit Bola zu Fall gebracht. Innerhalb von einer Stunde abgeschossen. Okay, dann müsste ich den aber. Da habe ich aber gar keinen Bock zu. Da haben wir schon mal Bola. Und wo ist denn jetzt der? Da ist er. So, da, Verfolgungsfall. Ich habe jetzt aber gar keine Lust, den in Valentine abzugeben. Wieso rennt der nicht? Oh, der ist umgefallen. Aber meine Bola ist jetzt flöten. Ne, die habe ich wieder. Irgendwie ist der verloren gegangen. Plündern können wir denn noch. Ah. Eine Auszeichnung zurücksetzen. Da ist sie. Tja. Dann können wir ihn ja auch gar nicht in Valentine abliefern. Aber wir haben die Nummer mit den Verfolgungspfeilen. Und der Bola schon mal begonnen. Achso, wenn man gerade hier ist, ne? Jetzt die, da ist die passende Knarre. So. Hier könnte man Glück haben, dass uns noch ein paar Wölfe über den Weg laufen. Aber jetzt sammeln wir erstmal das Vogelei ein hier. Minus 2 Grad, das geht ja noch. Was hat denn hier? Ach, da oben. So, nächste Markierung. Ich habe echt keine Ahnung, wo das da sein kann. Vielleicht machen wir uns besser hier die Markierung hin, ne? Klar, Schnellreise geht hier auch nicht, super. Ja, das musste ja passieren. Aber hier geht die Schnellreise. Dann auf nach Valentine. Nix wie weg hier. Dann geben wir mal alles. So, Distanz zurückgelegt, ne? Nicht zu Fuß, sondern in Fuß. Sagen wir da? Nee, das machen wir nicht. Straßensperre ignorieren wir heute.
Kein Bock auf Stress, das kann ich euch so sagen. Ich sollte vielleicht auch mal mein Pferd füttern, ne? Das ist ja heute eine Aufgabe, Mensch. So, und jetzt bin ich echt gespannt. Wo ist hier das Ei? Kann man das von hier aus schon sehen? Da unten! Na, dann könnten wir ja doch Glück haben. Also ist das tatsächlich hier. Oh, oh, oh. Habt ihr das gesehen? Da liegt ein Doda. Jetzt stellt sich für mich die Frage, kommen wir hier runter? Und wenn ja, liegt er da gleich noch? Was haben wir da? Was ist da los? Ja, aber ich muss jetzt erstmal die Jungs hier looten. Und die Vogeleier da hinten einsammeln. Da sind sie. So viel wichtiger. Ich hoffe, dass das Enten oder sonst was ist, weil wenn das nochmal Gänse sind, dann Enten, naja, dann geht's. Dann können wir die 5 schaffen. Ich hoffe. Na super. Jetzt aber. Und dann checken wir mal eben, wo ist die Madame heute? Wer weiß es? Wo ist sie? Hier oben ist sie nicht. Ich übersehe die auch schon mal gerne, ne? Ah, die wird mir jetzt gar nicht angezeigt, vermutlich. Alter Verwalter, hier soll ich hin? Wo muss das sein? Ich habe überhaupt gar keinen Bock, da hinten rumzureiten. Das dauert mir hier. Hier hoch und dann hau ruck. Ja. Also was das Navigationssystem da manchmal vorhat, das ist mir ein Rätsel. Also wer die Story gespielt hat, kennt sich ein bisschen aus auf der Karte, ne? Da kann man schon ein bisschen abkürzen. Ja, die brauchen wir. Ich brauche die Felle. Aber habt ihr gesehen, er hat auch sofort die Knarre gezogen. Der weiß Bescheid. Hey, hey, do we go? Got a feeling there's more.
Ja, bleib mal locker. Ich brauche das andere Fell auch noch. Ich meine, also ich nehme den hier für Lulu mit, ne? Und der macht Stress. Apropos, können wir mal kurz gucken, was brauchen wir noch? 4 Stück, also Naturkundler wird ja nichts. Das, ja, mit der Band spielen kann man machen. Sammler, Händler, machen wir gleich jetzt, da gucken wir gleich in Ruhe. So, weiter geht's. Wollen wir das nicht hier rum abkürzen? Also mal im Ernst. Da war irgendwas. Da ist was. Und da halte ich drum an. Der kann warten hier, der Typ. Ist ja ohne Zeitlimit. Legen sich hier gleich um, also eine von beiden hat es gleich hinter sich. Seht ihr das? Naja, ignorieren, alles ignorieren. Und wieder eine gute Tat. Ja. Oh oh. Da hätte ich beinahe einen Abfluch gemacht. So. Ja, so. Ja. Ja, passt schon, ne? Landkarte, Vogeleier weg. Ach so, ja, ja, klar. Und das war ja das Stichwort. Wir wollten gucken, wo ist die Madame? Wo ist sie? Was ist sie denn heute? Sag mal. Ach, die ist hier in der Nähe vom Lager. Das ist ja noch besser. Ja, dann. Oh, hört ihr das? Irgendwo hier in diese Richtung. Hier unten ist das ja meist. Glaube ich. Da ist ein legendärer Bär. Das gibt richtig Stress. Brauche ich heute legendäre Tiere? Ich glaube nicht. Naturkundler. Nö. Dann ignorieren wir das auch. Jetzt sehen wir mal lieber zu, dass wir einen Alligator finden. Dann können wir den mitnehmen ins Lager. Ab in die kalte Ecke. Quatsch, in die heiße Ecke eigentlich, ne? Ah, unten rechts steht Transaktion mit vorbereitet. Da habe ich schon immer Sorge, dass hier irgendwas im Netzwerk hängt. So ein Alligator organisieren hier.
Oh, da hinten haben wir noch was auszubuddeln. Oh Gott, hier werden jede Menge Tiere für die Tasche, ha? Was ist denn da? Habt ihr das gesagt? Das war ja nahezu perfekt, oder? Im Sprung. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass hier ein Panther angerannt kommt. Und mein Pferd sich schön hier aus dem Staub gemacht. So, Tierzähne müssen wir auch noch verkaufen. So, dann nehmen wir auch noch den Pelz mit, also die Haut. Drei Sterne, den nehmen wir am Stück mit, oder? Dann lohnt das auch. Das buddeln wir auf jeden Fall aus. Und checken natürlich mal eben, ob da hinten das Fossil ist. Nee, natürlich nicht. Dann erstmal ab nach Hause. Meinem selbst was essen. Docks are looking good. Anything's better than nothing. I suppose this will do. Und dann. Excellent. Thank you. Ist da oben auch schon alles voll? Und dann haben wir nämlich auch die Aktion erledigt. Ach, bevor wir jetzt zur Madame, ne? Eben gucken, ob hier hinten quasi eine Ziege nachgewachsen ist. Da hören wir meine Lieblingsmusik. Ah, ich mag sie ja, oder? So, kaufen. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Ist das schon mal erledigt? Und jetzt checken wir mal eben. Let's see the fruits of your labor. Da haben wir überall, wo wir zu viel von haben, ne? I will take it. Ah, yes. It is worth seeking this out. Charming but commonplace. All right, but it's worth selling. Da seht das, ne? Gänseeier 10 Stück ist nämlich Schluss. Also. But the whole set is worth your while. Weg damit. Another. All right. One more? Sure.
müssten ja gleich noch mehr Vogeleier kommen. Ja, das kann auch weg. Auch weg. Quite mundane, but I will take it. Very well. I pay more for the whole set, you know. Charming but commonplace. Meine Güte. That. But the whole set is worth your while. Aber Enteneier ist es ja auch fast so weit, ne? For the whole set, you know. You have a few of those, hm? Quite mundane, but I will take it. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Very well. Dann reicht's auch. More for the whole set, you know. Clear! I need the pad! Dann checken wir mal hin, was müssen wir noch machen. Drei Sachen. Also, Naturkundler wird nichts. Ja gut, mit der Band spielen kann man machen, ne? Das erledigt sich quasi von allein. Händler, das wird auch nichts. Kopfgeldjäger. Gesucht mit Verfolgungspfeil und Bola. Ja, dann. Auf zu Gas. Wir verkaufen ihm Zahn und checken dann. An der üblichen Stelle eine gesuchte Person auftaucht. Was sagt die Uhr überhaupt? Oh, 37 Minuten. Irre, wie die Zeit vergeht, wenn man selbst spielt. Wisst ihr das? Das Verkaufen der Tierzähne könnten wir uns ja sparen. Weil wenn wir da hinten eine gesuchte Person finden, dann müssen wir ja eh nach Strawberry und dann können wir das da verschnacken. Was ist denn da? Ja, vermutlich hier Schlangen satt heute hier. Keine Lust noch Fossilien zu sammeln, wenn ich ehrlich bin. Oh, wo hier was abstauben. Das Pferd nochmal füttern. Ah, ein Taschentierchen hier. Und noch eins. Ist die gesuchte Person. Also, Verfolgungspfeil raus. Wo ist der Eumel? Da ist er. Warum flüchtet der da nicht? Er hat mich gleich, ne? Nur ich muss ihn damit auch treffen, sonst bringt das nichts. Ah, da ist er. Slow for tying me up like this.
You'll get yours, you scum! Christ almighty! So, jetzt bringen wir den Fix nach Strawberry. Verkaufen dann noch einen Tierzahn. Dann, ja, checken wir nachher mal. Ja, was wir da tanzen oder mit der Band gespielt, das kann man ja machen. Ne? Oh, ich bin vorhin von der Schlange gebissen worden, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber nun gut, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja Ginseng satt. Arzneimittel und was weiß ich was alles. Aber ich brauche eigentlich noch eine Ziege, ne? Shit, shit. I'ma use this rope to hang you when I break loose. Throw him in the cell downstairs and we'll get to settling up. Go on. Ja, das ist so gut gelaufen hier. Wir können natürlich auch noch Fossilien sammeln, aber boah, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ne? So, ein Tierzahn verschnacken. Hey there, friend. How can I help you? Pretty standard fare these days. Und mal eben kurz ein Arznei nehmen hier. Dann, ich brauche noch eine Ziege. Emerald Ranch hier. Ja, ja, 42 Minuten. Die Zeit haben wir ja noch. Da oben seht ihr das. Der Effekt des Gifts ist abgeklungen. Fertig. Eingesammelt. Hör ich da wieder? Ja, wieder ein legendäres Tier. Klar. Ausgerechnet heute, wo wir sie nie brauchen, ne? So. Und ich hoffe. Hier sind Ziegen. Da ist sie. Ne, das hilft mir nicht weiter, ne? Muss ich anders machen. Da hört man es und man sieht das Fragezeichen. Also, das cleverste wäre, wir würden das jetzt erjagen, quasi uns dann den Wagen bestellen, den Jagdwagen, und da das Fell drauf schmeißen, dann hätte man es quasi in Reserve. Aber das machen wir nicht. Wir checken mal eben. So, Alligator, das ist alles fertig hier. Pferd gefüttert, machen wir auch noch mal eben. Dann geht's jetzt zurück zur Schwarzbrennerei. Damals Gold verdient. Wir könnten jetzt Fossilien sammeln oder eben da. Mal eben die Sache an der Schwarzbrennerei checken. Gucken wir mal, wie weit ist der Franzose?
das dauert ja noch. So, was war überhaupt die Aufgabe? Eine noch, ne? Mit der Band gespielt. Ja komm, das machen wir mal fix hier. I hear no end to your kindnesses. You're just trying to impress those lowdowns, ain't you? So, ein bisschen Musik machen. Und dann spielen wir mal das Gerät hier. Übernehmen. Ich denke, das guckt sich jetzt. Naja, das muss man sich jetzt nicht angucken hier, oder? Und deswegen sage ich jetzt schon mal: Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Ja, und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun. Ich muss ja jetzt noch die 2 Minuten durchhalten hier. Ich mag die Musik auch. Ja. Deswegen tut das jetzt nicht unbedingt weh. Ja, und da ist die 1 Minute auch schon rum. Wir haben vorhin das Ambiente geändert. Es ist ja auch super schön hier. Da kann man aushalten, finde ich. Ja, und das unter 50 Minuten hätte man klar wie immer schneller schaffen können. Ne? Kopfgeldjagden annehmen. 2 Stück innerhalb von 1 Stunde Echtzeit ist machbar. Oder eben 3 Karten abkaspern für die Madame. Und noch schnell ein paar Fossilien finden. Heute liegt das Gold, da ist es, förmlich auf der Straße. Und zur Feier des Tages. Genehmigen wir uns hier ein. Und für alle, die durchgehalten haben, vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.